sind uns ja wahrscheinlich alle einig, dass ich schon ein guter Mensch bin und trotzdem war ich jetzt am Donnerstag noch bei Primark gewesen. Ich wollte mal gucken, der hat aufgemacht in Berlin. Das zeigt aber vor allen Dingen, dass die Menschen nicht zwingend schlecht sind, sondern eigentlich vor allen Dingen schwach. Und deswegen brauchen wir einen starken Staat, der uns der Regeln vorgibt, wenn der Markt manchmal versagt. Ja? Und das hat die erste Hälfte auch so behandelt. Die waren sich aneinander so relativ bald einig, so bei dem zweiten Reden zumindest, dass was da passiert ist, relativ schlecht. Und da muss irgendwas gemacht werden, die sagen, dass irgendwie durch natürliche Entwicklung passiert das, die sagen, wir können da was machen, weil alle Marktmechanismen irgendwie funktionieren. Dann sind wir einseitig, gucken wir mal, was da alles genau passiert. Wir glauben aber auf der schließenden Regierung vor allen Dingen, dass ja, das wird vielleicht funktionieren, dass es irgendwann mal besser wird. Wir glauben auch, es ist ein bisschen so ähnlich wie diese Debatte gestern, wo wir diesen Missionarsprüchen und dann irgendwie die Welt besser machen wollen. Es geht einfach deutlich fixer, damit das jetzt so machen. Und wir zeigen euch genau den Marktmechanismen doch. Aber erstmal ein bisschen wie machen. Ne? Erstens sagt ihr, dieses mit der Geldmenge. Ne? Irgendwie, die wird halt weniger. Sagt ihr, das glauben wir euch auch. Ein paar Produkte werden da anders konsumiert. Wir werden nicht mal 2 Euro für Schokolade ausgeben, sondern werden weniger. Glauben wir euch. Aber dann gibt es auch andere Mechanismen, die auf unserer Seite stehen, mit denen ihr euch nicht auseinandergesetzt habt, dass sie sagen, irgendwie, es gibt halt auch mehr Geld, da sind wir Leute, geben auch mehr Geld dann für gleiche Produkte aus, weil sie irgendwie entweder die Produkte gar nicht hier produzieren können oder dass sie dann auch einen Kaffee so. Das sind wahrscheinlich Mechanismen, die gegeneinander stehen. Was jetzt was mehr ist, wissen wir nicht genau. Wir würden sagen, dass was uns beide mehr ist, aber eigentlich einen Grund gibt es dafür auch nicht. Bedingungen, sagt er als zweites, zu Fairtrade zu produzieren, sind gar nicht da. Das ist gar nicht möglich, sagt er. Das verstehen wir aber eigentlich nicht, weil ich meine, das passiert ja dort schon. Ne? Es gibt ja irgendwie wenig Länder, wo es nicht so ein paar Fairtrade-Plantagen gibt. Das heißt, irgendwie unmöglich ist es ja schon, es gibt Malaria oder so, ich weiß nicht, ob man das braucht für Fairtrade, so diese Impfmittel oder so. Aber auf jeden Fall ist es doch irgendwie möglich. Und selbst wenn es nicht möglich wäre, weil die Fairtrade-Bedingungen derart streng sind, dann lass uns doch so ein bisschen clever sein und die zumindest ein bisschen runtersetzen. Also das ist möglich, ist doch viel besser, als weiter diese Ausbeutung zuzulassen. Letztlich sagt ihr, diese Zertifikation, diese Machtstruktur, die dann entstehen, so, das kann passieren, muss aber nicht passieren. Das kommt eigentlich ganz daran, ob wir das irgendwie clever anlegen und das machen irgendwie kontrolliert und irgendwie so, dass ein paar westliche Unternehmen das machen, sondern halt irgendwie, dass das, keine Ahnung, von mir aus über die UN geregelt wird. Letztlich sagt ihr, diese Textilindustrie wandert durch Asien. Das sind selbstbestimmte Entwicklungen. Wir glauben euch das, es geht aber deutlich fixer, wir sagen euch warum. Achso, ein Punkt noch hier, diese Cash-Cost. Haben wir nicht verstanden. Also diese gibt es ja irgendwie im Status Quo schon und gesagt, das wird immer schlimmer, weil die jetzt den großen Wettbewerbsvorteil haben, weil nur noch da investiert wird, weil die jetzt noch mehr Interesse haben an Cashcrops zu gewinnen. Aber alle Leute, die irgendwas produzieren, sei es Cashcrops oder irgendwie Weizen, haben doch ein Interesse daran, zu verkaufen. Das eine wird subventioniert, das andere nicht. Nein, gut. Diese Marktmechanismen, da sind ganz viele Sachen drin. Erstmal müssen wir uns angucken, was passiert. Und wir glauben, im globalen Süden ist es immer noch so, dass die ein Lohnniveau haben, das deutlich unter westlichen Industrienationen sind und dass es immer noch ihr Major, also ihr großer Wettbewerbsvorteil sein wird, auch wenn wir da durch unsere Fairtrade-Bedingungen produzieren. Nein, ich verstehe nicht, warum das irgendwie so passieren soll, dass es plötzlich alles hier produziert wird, wo es immer noch extrem teuer ist. Ne? Da wird ja immer noch nach, produziert und immer noch nach kostenminimierenden Faktoren. Die sind halt nur limitiert zu gewissen Standards, genau wie es in der EU auch ist. In der EU produzieren wir auch kostenminimierende Standards und westliche Standards, die wir uns selber gegeben haben. Das heißt also, dort wird immer noch produziert werden. Wahrscheinlich immer noch die ganzen Produkte, die irgendwie einfach wenig irgendwie wenig wissenschaftliches Kapital brauchen, wie zum Beispiel Textil oder irgendwie Computer schnell herstellen oder sowas. Das geht alles relativ einfach, wenn man irgendwie das Know-how dafür hat. Und dann sind Lohnniveaus irgendwie relativ relevant als Produktionsfaktor. Zweitens, was passiert dann nun dort, wenn das so ist? Ich glaube, zum ersten Mal bleiben wahrscheinlich ganz viele Ausbeutungsunternehmen dort, die einfach für andere Märkte als den europäischen oder deutschen Markt produzieren. Ich weiß nicht genau, wofür wir es einladen, wahrscheinlich für die EU oder so. Aber also zweitens, was noch passieren wird, wie Pilze aus der Erde werden jetzt Unternehmen sprießen, die ja unter Fairtrade-Bedingungen produzieren, weil das die einzigen sind, die marktrelevant sind in Deutschland oder in Europa, wo das jetzt passiert, weil alle Leute das kaufen werden, weil sie die Steuern angelegt haben, dass die anderen Produkte nicht mehr marktfähig sind. Was passiert dann zeitgleich bei uns? Bei uns sinkt jetzt der Konsum in Quantität, jedoch allerdings nicht in der Geldmenge, die wir ausgeben. Ganz einfach zu sagen, anstatt dass ich mir jetzt 5 T-Shirts bei Primark für jeweils 2 Euro kaufe, kaufe ich mir jetzt einfach ein T-Shirt für 10 Euro und gebe immer noch genauso viel Geld aus, weil ich immer noch irgendwie ein T-Shirt kaufe, aber ich wechsle jetzt halt nicht irgendwie alle paar Wochen mal, weil ich das eine irgendwie ausgewaschen finde, weil ich mir das einfach nicht mehr leisten kann.
Aber grundsätzlich verdienen wir ja immer noch genauso viel wie früher, wollen immer noch konsumieren, weil das Konsumieren Spaß macht. Das heißt also, die Geldmenge, die in dieses Land fließt und die auch irgendwie in diese Länder fließt, bleibt gleich, abzüglich vielleicht ein bisschen, was wir umschichten, also wenn wir jetzt andere Sachen konsumieren, zusätzlich zu den Sachen, wo wir jetzt aber mehr Geld zahlen müssen für dieselben Produkte. Ne? Letztlich, was passiert dann wieder? Also völlig quantitativ, weniger wird dann produziert dort, nein, danke. Das heißt, es sind weniger Fabriken nötig in den Produktionsstätten vor Ort und dann glauben wir euch, dass einige Jobs wegfallen. Aber ihr sagt einfach, die bleiben weg und dann sind die halt arbeitslos und weiß nicht, wissen nicht, wohin mit sich. Wir glauben, aber dort werden auch Sachen passieren gleichzeitig. Die Leute, die nicht arbeitslos sind, die immer noch arbeiten dort, werden jetzt mehr verdienen, weil Fairtrade auch bedeutet, dass man angepasst an die Lohnverhältnisse vor Ort für ihre Löhne zahlt. Das heißt, die Leute werden immer noch mehr verdienen, wir ziehen immer noch genauso viel Geld in das Land und das bedeutet letztendlich, dass das Lohnniveau dort gleich bleibt und Polizeiwerk ist nicht mehr einfach. Dafür produzierst du da, wo der Zinsprozess am einfachsten ist. Das heißt, du gehst in ein Land mit Rechtssicherheit, beispielsweise China. Aber du gehst dann eben nicht mehr nach Angola, dort, wo die Leute tatsächlich profitieren. Also das heißt, das ist eine Verschiebung und harte Arbeit verschiebt sich immer weiter in die zivilisierte Welt und die Untersten profitieren am wenigsten. Aber es passiert doch auch so, dass es angepasst wird. Dieser Zertifizierungsprozess wird ja immer effizienter werden, weil alle jetzt das machen müssen. Das heißt, Angola hat ein massives Interesse daran, dass die ihr Zertifizierungssystem irgendwie anpassen, dass es irgendwie funktionieren kann, dass man dort produzieren kann. Dann haben die Unternehmen auch Interesse, dann dahin zu gehen, weil das Millionenniveau deutlich in deinem Chinesisch ist. Was passiert also, wenn die Leute jetzt vor Ort mehr verdienen? Wir glauben, das ist einfach eine Umverteilung. Anstatt dass alle Leute in, was ich nicht mal, in der Textilindustrie arbeiten, werden jetzt einige in der Textilindustrie arbeiten, mehr verdienen, das Geld aber auch ausgeben, dann gibt es so ein Trickle-Down-Effekt, dass einfach die Leute, dass die Leute einfach jetzt mehr Geld verdienen, das auch dort ausgeben, konsumieren und einfach neue Industriezweige vor Ort entstehen und dann für die Leute da sein. Im letzten Effekt gibt es auch noch Inflation in Deutschland. Natürlich gehen die Preise massiv vor. Die Produktion, weil jetzt die Preise ansteigen, steigen natürlich auch die Lohnniveaus in Deutschland an. Das heißt, es ist weniger attraktiv in Deutschland oder in der EU zu produzieren. Das heißt, einige Jobs werden auch dann in diese Länder reingehen, wo das Lohnniveau deutlich geringer ist. Wieder ein weiterer Faktor dafür, dass dort nicht immer voll sondern dass es eher so sein wird, dass sich Angleichungsprozesse stattfinden. Deshalb wird es am Ende gut aussehen und deshalb wollen wir das.